Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Zur Tagesenergie für Mittwoch, den 15.05.2024, nicht 25. Ich hatte es auf der Zunge. Okay, ihr Lieben, wir nehmen heute das mystische Tarot von Katrin Wildstein und wir schauen mal. Was kommt uns denn in diesen Tag geflogen? Das ist die Karte, die hier hin soll. Und die beiden auch. Und das ist die Neunerlegung. Wir haben hier die drei der Kelche. Das ist die Feierkarte, die Zugehörigkeit. Mit den Neun der Stäbe und die Herrscherin, die soll ich genauso hinlegen. Die Neun der Stäbe, das ist die Belastung und die Herrscherin ist die Dame, die immer oder in der Regel schwanger dargestellt wird. Die steht für das Wachstum aus der Belastung raus. So, jetzt schauen wir mal, was dürfen wir denn hier wissen? Die Königin der Schwäbel, wir haben den Eremit und wir haben die Königin der Schwerter. Hier ist ganz klar, dass die Königin der Stäbe, das ist die, die etwas macht. Und die Königin der Schwerter, das ist die, die Entscheidungen trifft. Und die hat sich zurückgezogen. Sie hat sich zurückgezogen, die Königin der Stäbe hat sich zurückgezogen, um Entscheidungen zu treffen. Und jetzt schauen wir mal rein. Hier haben wir mit den zwei der Schwertern und den zwei der Scheiben zweimal die zwei in der Herzebene. Wir haben keine Karte im Kern des Herzens. Aber wir haben hier zweimal die zwei, zweimal die Schwerter und zweimal die Scheiben. Zwei steht auch immer für die Entscheidung. Und wie ich gesagt habe, die Königin der Stäbe hat sich zurückgezogen, um Entscheidungen zu treffen. Und wir haben hier mit den sieben der Kelchen. Das ist der Grund, warum sie sich zurückgezogen hat. Das ist der Grund, warum sie Entscheidungen treffen musste, weil sie nicht mehr überblickt hat über dieses Angebot, was ihr jetzt hier unterbreitet wurde. Sie war, wie soll ich sagen, ich will fast sagen, sie war überfordert mit dem, was man ihr angeboten hat. Und mit der Überforderung haben wir ja auch hier mit den Neuen der Stäben. Also, es ist wirklich so, und das ist im Grunde schon eine eigene Legung. Die drei der Kelche ist die Feierkarte. Hier wurde ihr etwas unterbreitet, was sie feiern ließ, wo sie gedacht hat, ich komme jetzt hier zum Ziel. Und dann hat sie festgestellt, dass es doch eigentlich wirklich um Entscheidungen geht, die sie treffen muss, damit sie weiterkommt, weil das sind zu viele Möglichkeiten. Sie kann nicht alle Möglichkeiten bedienen. Und deswegen war sie hier überfordert, vollkommen überfordert und hat wie eine Herrscherin reagiert und hat sich zurückgezogen, um aus diesen vielen Möglichkeiten hier etwas Fruchtbares zu machen. Und das bist du. Du, mein Zuseher, meine Zuseherin ist immer die Dame. Du bist die Herrscherin, du bist die Königin der Stäbe, du bist der König, die Königin der Schwerter und du hast dich zurückgezogen. Es ist eine allgemeine Legung, ihr Lieben, deswegen kann es natürlich auch dein Gegenüber sein. Dein Gegenüber hat sich zurückgezogen. In jedem Fall ist hier eine Entscheidung getroffen worden, weil wir haben hier zweimal zwei der Schwerter. Die Schwerter, die für die Gedanken stehen und die Scheiben, die für die Sicherheit stehen, für das Materielle. Sich stehen aber auch für das ins Rollen bringen. Wenn ich das Ass der Scheiben oder das Ass der Münzen sehe, sehe ich immer eine Münze, die etwas ins Rollen bringt. Und genau das passiert hier. Die Entscheidung ist getroffen. Die Entscheidung aus diesen sieben Kelchen heraus, vielleicht zwei Dinge rauszufischen, die hier jetzt in die Sicherheit gebracht werden. Wir haben das Unendlichkeitszeichen und das hatten wir gestern bei der Kraft im Kern des Herzens. Schauen wir mal auf das Unterbewusstsein. Und da nehme ich hier von Sahamish die Kipperkarten. Wir haben die weibliche Hauptperson, den angenehmen Brief. Wir haben darunter ein Geschenk bekommen und wir haben hier
Viel Geld gewinnen. Viel Geld gewinnen ist die höchste Füllepachte in den Kipperkarten. Und was ich hier fühle, ist ganz deutlich, diese Person, diese weibliche Hauptperson, boah, ich habe Gänsehaut, das ist die, die sich hier zurückgezogen hat. Das ist die, die hier wirklich auch diesen angenehmen Brief, das ist, dieser Brief ist versiegelt. Das ist ein offizieller Brief. Sie hat eine Entscheidung getroffen. Und sie hat diese Entscheidung mitgeteilt oder wird es mitteilen, indem sie hier wirklich dieses Geschenk macht. Ich habe nicht das Gefühl, dass du das Geschenk bekommst, sondern ich habe das Gefühl, dass du das Geschenk machst, indem du deine Entscheidung hier mitteilst. Indem du hier, wir haben mit dem viel Geld gewinnen, es ist die höchste Füllekarte, ich habe es schon gesagt, aber es ist mit der 11 auch, mit der 11 die eine Engelszahl und wir haben hier zwei der Schwerter, zwei der Scheiben, zweimal die 1. Die 1 steht für den Neuanfang. Du hast dich entschieden und das ist jetzt wirklich die Erkenntnis dieser Legung. Du hast dich dadurch, dass du diese Entscheidung getroffen hast, dadurch, dass du als Königin der Stäbe, als Herrscherin, du bist, jetzt muss ich mich sammeln, jetzt fange ich wieder an, wirr zu reden. Oder durcheinander. Die 9 der Stäbe hat dich überfordert, weil die Möglichkeiten zu viel waren. Und du bist als Herrscherin, hast dich gesammelt, hast gesagt, ich muss mich zurückziehen. Du warst die Königin der Stäbe. Du hast gesagt, die Königinnen sind die, die fest im Leben stehen, die wissen, was sie wollen. Sie wissen aber vor allen Dingen auch, was sie nicht wollen. Und du hast hier die Entscheidung getroffen, dass du dich zurückziehst. Und dann hast du mit den König als Königin der Schwerter dir Gedanken gemacht. Du hast das Fernrohr genommen und hast in die Ferne geschaut. Du hast schon gesehen, wie der Brief geschrieben wurde. Du hast dich entschieden. Zwei der Schwerter ist die Entscheidung. Zwei der Scheiben ist das, was aus dieser Entscheidung wird. Hier kann es auch sein, dass es wirklich ein Drahtseilakt war. Weil schaut mal, wie diese Person hier auf diesem Haus sitzt, steht. Und sie geht aber auch hier in Richtung Unterbewusstsein. Sie geht in Richtung Entscheidung, in Richtung viel Geld gewinnen. Und es hat nichts mit Geld zu tun. Es hat was mit Fülle zu tun. Du hast deine Fülle. Du hast erkannt, was für dich Fülle ist. Und du hast die Entscheidung getroffen, für dich in die Fülle zu gehen. Das kann natürlich auch mit Liebe zu tun haben, aber dieser Rückzug war unfassbar wichtig. Er war wichtig für dich und er war wichtig für dein Gegenüber, weil hier jetzt das Wachstum in dir, und das hatte ich gestern auch mit der Stärke. Und das ist das, was ihr mir auch immer wieder schreibt, ihr meine wundervollen Zuseherinnen und Zuseher, ihr schreibt mir, dass es eine Geschichte ist, die ich hier erzähle, die ich vorgestern und gestern und heute einfach weiterführe. Und gestern hat die Kraft im Kern des Herzens gelegen und dieser Glücksrabe, dieser Rabe hat diesen Kern, diese Kirsche weitergegeben. Und das wächst jetzt hier heraus. Und die Geschichte geht weiter und sie geht sanft weiter. Hier ist nichts Brachiales. Hier ist nichts, was jetzt ganz plötzlich da ist. Nein, der Rückzug. Du hast entschieden, dich zurückzuziehen und hast eben wirklich gesagt, ich brauche meine Ruhe. Ich sehe nicht hier drüber, es überfordert mich, aber ich bin dankbar für das, was gekommen ist. Und diese Feierkarte und diese Dankbarkeit, die ich damit spüre, die ist ganz tief. Du empfindest ganz tiefe Dankbarkeit. Also ich muss wirklich sagen, es ist eine ganz großartige Energie, die hier ist und sie kann nicht auf alle zutreffen. Vielleicht ist es nur ein Satz, der dich heute berührt hat. Vielleicht ist es aber auch wirklich, bist du und siehst dich in dieser Person, die sich zurückgezogen hat und die diese Entscheidung getroffen hat. In jedem Fall kommst du zur Ruhe.
Du kommst zur Ruhe, weil du erkannt hast, diese neunte Stäbe tun dir nicht gut. Das ist das, was dich in Aufregung bringt. Und du musst selektieren, was du willst und was du nicht willst. Und genau das tust du. Und jetzt fällt mir noch auf, schaut euch mal an, diese Person zeigt auf einen Stern. Sie hat sich entschieden. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.